Ober- und Unterschönmattenwag sind zwei sehr alte Siedlungen. Die Ersterwähnung der Örtlichkeit fällt auf das Jahr 1012, als Spumosum Stagnum, in der Übersetzung schäumende Woge. Trotz ihrer langen Geschichte und ihres gemeinsamen Namens sind beide Orte zwei völlig unabhängige Gründungen, die eine ganz unterschiedliche Entwicklung genommen haben. Zwischen beiden Siedlungen verlief die alte Südgrenze der Heppenheimer Waldmark, erwähnt und beschrieben im Lorscher Kodex von 795. Unterschönmattenwag war eine Gründung der Herren von Hirschhorn, Oberschönmattenwag wurde dagegen von Lorsch gegründet. Als Mainzer Lehen gehörte Unterschönmattenwag bis zum Aussterben der Ritter von Hirschhorn im Jahre 1632 diesem Rittergeschlecht. Danach unterstand es bis 1803 dem kurmainzischen Amt Hirschhorn. Oberschönmattenwag gehörte zum pfälzischen Hoheitsgebiet, dem Erzrivalen von Mainz. Mit dem Übertritt des Kurfürsten zur Reformation mussten auch die Bürger den neuen Glauben ihres Landesherren annehmen. Dadurch wurde die Trennung der beiden Nachbargemeinden weiter vorangetrieben.